Grünfassaden muss man sich eigentlich so vorstellen. Sie sind am Gebäude, natürlich nicht nur vor opaken Teilen des Gebäudes, sondern eben auch vor verglasten Fassaden des Gebäudes oder vor verglasten Teilen des Gebäudes. Sie sind dem Gebäude vorgelagert. Sie sind Systeme, die der Gebäudehülle zugeordnet sind und auch Funktionen der Gebäudehülle mit übernehmen können, wie zum Beispiel Lärmschutz, Sichtschutz und Sonnenschutz, Verschattung des Gebäudes. Und konstruktiv ist eben zu berücksichtigen innerhalb der Fassade selber, dass man den Zugang zu diesen Grünfassaden ermöglicht, plus die Lasten natürlich der Grünfassaden in das Gebäudetragwerk transferiert. Die zusätzlichen Lasten, die durch Grünfassaden in die Gebäudestruktur eingebracht werden, sind natürlich abhängig von dem Substratquerschnitt, von der Art der gewählten Bepflanzung. Wenn wir jetzt von Pflanzgefäßen von 40 mal 40 oder 60 mal 60 cm sprechen, mit einem wassergedrängten Substrat und einer gewissen Auskragung, falls da jetzt noch ein Steg oder ein Wartungssteg dazwischen ist, ist natürlich etwas, was man während der Planung berücksichtigt muss, stellt aber für die Tragwerksplanung oder für die Planung insgesamt jetzt keine große Herausforderung dar. Es muss natürlich im Planungsprozess mit integriert werden und die Anbindung an den Baukörper muss natürlich wärmebrückenfrei und sauber gelöst sein. Das ist eine Herausforderung während der Planung, ist aber eigentlich unproblematisch abbildbar. Grünfassaden sind für viele Planer und für viele Architekten natürlich absolutes Neuland. Zuerst mal möchte man irgendwie eine grüne Fassade haben, aber man weiß nicht so richtig, wie man sie denn realisieren kann. Zum einen ist natürlich die Planung, die technische Umsetzung eine Frage. Die andere Frage hat natürlich auch was mit Kosten zu tun. Man muss es natürlich auch effizient und ich sag mal ein leichtes System aussuchen, was man dann auch in der Realisierung einfach herstellen kann. Ja, hinter der Planung einer Grünfassade steckt erstmal sehr viel mehr dahinter, wie nur die Pflanzen auszuwählen und sich zu überlegen, ein Gebäude oder wie kann ich ein Gebäude begrünen oder wie soll es denn aussehen, wie soll es im Sommer aussehen, wie soll es im Winter aussehen. Natürlich erwartet man ein funktionierendes System, was über alle Planungsphasen eben detailliert durchgeplant werden muss. Ganz viele Komponenten kommen da ganz neu dazu, was man in der sonstigen Planung der Fassaden natürlich eher nicht hat. Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen, mit Wasser, die Entwässerung der begrünten Bereiche, natürlich auch der Schutz der Personen, die sich in Verkehrsbereichen darunter befinden, der Zugang zu all diesen Bereichen, den man auch gleichzeitig natürlich dann wieder als Zugang zur Reinigung gegebenenfalls der verglasten Fassaden dahinter verwenden kann. Also es ist schon sehr vielschichtig, es ist ein sehr breites Feld und in der Planung der Grünfassaden kommen eben neue Anforderungen an die Fassadenplanung hinzu, auch aus tragwerksplanerischer Sicht, die es da umzusetzen gilt. Von der Fassadenplanung haben wir mittlerweile auch schon mitgewirkt, insbesondere bei Wettbewerben und so weiter, wo es auch um Bestandsgebäude ging, Lösungen aufzuzeigen oder zu untersuchen, auch über die Nachrüstbarkeit zum Beispiel von Grünfassaden an Gebäuden. Umso wichtiger ist natürlich, dass man dann diese Fachdisziplin Grünfassade dann auch beherrscht, um die Lasten zu minimieren, um ein funktionierendes System auch an dem Bestand realisieren zu können mit den Einschränkungen, was eben so ein Bestandsgebäude mit sich bringt in Bezug auf Tragfähigkeit, Platzbedarf, Geometrie, Lage innerhalb der Stadt. Das ist eine Entwicklung, die wir vorantreiben. Und natürlich profitieren wir daraus aus den vergangenen Projekten, vielleicht sogar ein System zu entwickeln, was man baukastenartig an verschiedenen Gebäuden umsetzen kann. In Zukunft werden Grünfassaden immer wichtiger werden. Sie werden städtebaulich gefordert und teilweise natürlich auch gefördert. Und somit werden die Grünfassaden nicht mehr aus den Städten wegzudenken sein. Und sie werden in einem Maße wahrscheinlich zunehmen, wie wir es uns jetzt noch nicht vorstellen können.